Ja, er kann sich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass er wahrscheinlich auch ein Untoter ist. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. I'll be back in Majulus. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back in Majulus soon. Perhaps. Ja, mehr hat er uns nicht zu sagen. Also er hat uns den Schlüssel zu seiner Villa gegeben. Wobei seine Villa ist subjektiv zu betrachten, weil er selber zugegeben hat, dass er ein Hausbesitzer ist. Wir könnten jetzt also zurückgehen und die Villa betreten. Machen wir allerdings noch nicht. Wir können nämlich noch ein Stück weiter gehen. Also erstmal schalten wir den hier aus. Au. Du musstest mich ja noch unbedingt treffen. Und ja, der da oben, den wir jetzt gerade nicht mehr sehen können, weil er wahrscheinlich nicht gerendert wird, das ist derselbe, den wir auch von da drüben aus schon mal getötet haben. Ja, jetzt sehen wir ihn wieder. Also wie in Dark Souls 1, wir spawnen hier die Gegner beim Rasten am Leuchtfeuer oder beim Sterben. Nur sie spawnen halt nicht mehr unendlich wie in Dark Souls 1. So, ich will mal kurz noch hier lang. Da bin ich nämlich aus Panik gerade eben nicht lang gegangen, weil ich halb tot war und den einen Schwertkämpfer im Nacken hatte. So, jetzt haben wir hier allerdings alles in dem optionalen Gebiet. Vor allem wichtig, der Schlüssel. So. Das heißt, wir können jetzt ganz ruhig hier hoch. Und ab hier wird es lustig, weil hier ist wieder ein so ein großer. Aber den können wir hier etwas leichter besiegen. Wir müssen uns nur gucken, dass wir uns hier hinstellen und dann ganz schnell wegrollen. Das war nicht schnell genug. Okay. Au, das ist jetzt auch nicht gut. Puh. Ja, kein Flakon mehr zu haben, ist garstig. Und dann auch noch den Bogenschützen hier. Ja, komm lieber hierher. Genau, wenn sie nämlich so rumspacken, sind die mit den Dolchen etwas gefährlich. Und da oben haben wir mal wieder einen Bombenschmeißer. Wow, das ist auch gefährlich, weil hier sind Pulverfässer. Durch das eine können wir einfach mal durchrollen und ihn töten. So. Was ich jetzt machen will, bevor ich da die Leiter hochgehe, ist eine Feuerbombe nehmen und sie gegen die Fässer werfen, weil man sieht da die brüchige Mauer, die direkt zum Leuchtfeuer führt. So, den Jungen da habe ich noch nicht geaggrot. Und genau dafür habe ich die Feuerbombe mitgenommen, um hier zu öffnen. Gut darüber nachdenken, kurz gesagt, gut darüber nachdenken. Ja, damit hat er recht. Weil wenn ich hier hochklettere, kommt er hier angeflogen. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, der Adler trägt einen Ritter auf einem Pferd. Allerdings ist das nur ein ziemlich großer, böse aussehender Typ, den wir da oben mal einfach stehen lassen. So, und der verschwindet dann einfach, weil er keinen Bock hat. Zum Glück runterzukommen. So, wenn wir uns hier umsehen, liegen da 1, 2,
drei Hüllen. Der da steht schon auf. Also, da er am gefährlichsten ist, töten wir ihn als erstes. Wow. Mit seinem Schild nämlich. Wow. Okay, zwei sind weg. Bleibt nur noch er hier. Und wir können hier oben alles plündern. Hier liegt nämlich schön viel Zeug rum. Zum einen hat auch er was gedroppt. An das wir hier allerdings nicht mehr rankommen. Außer ich gehe ganz vorsichtig. Nein. Der eine da unten hat mich hoffentlich noch nicht entdeckt. So, Reparaturpulver. Eine Estusfakonscherbe, das Wichtigste hier oben eigentlich. Und noch eine Fackel. Oh, ist auch nicht schlecht, eine weitere Fackel zu haben. Oh, wir können hier an der einen Stelle... Hier kam gerade Gegenstand aufheben. Kommt immer ganz kurz. Gegenstand aufheben. Da war es auch gerade wieder. Der Gegenstand trollt mich. Höhlensoldatenstulpen. Naja, hat sich auch voll gelohnt. So, sicherheitshalber nochmal einen Lebensstein einwerfen. Denn jetzt will ich den Speerkämpfer hier töten. Der kommt nämlich angerannt, sobald er uns sieht. So. Und seinen Kameraden hier töten wir auch mal, einfach damit wir die Seele kriegen. Höhlensoldatenhelm. Gut. Wir haben den Schlüssel und wir haben die Estus-Flakon-Scherbe. Beides Gründe, wieder zurückzugehen nach Majula. Das Schwert können wir mal wegpacken. Den Bogen behalte ich mal. Das Faustschild behalte ich auch mal. Also ab nach Majula. Und erstmal bei ihr den Flakon verstärken. Ist das ein Shard, you here? Ja. To see however. Es ist Flakon verstärken, ja. Ja, Flakon ist verstärkt. Und als nächstes gehen wir in die Villa rein. Denn hier finden wir auch noch Sachen, die nützlich für uns werden. Könnten. Erstmal haben wir hier ein schönes Studierzimmer. Das könnte sich auch Kale eingerichtet haben, teilweise wie das aussieht. Wobei ich nicht weiß, ob er die Leiche hier hinten beachtet hat. Und die komischen Geräusche, die wir da hören, sind die Schweine draußen beim Rumscharen. So. Da sieht man, geht es weiter runter. Wir wollen aber erstmal nach oben. Hier, wo es so schön knarzt. Denn hier ist eine Truhe. Mit Titanitscherben und noch mehr Fackeln. Also ja, Titanitscherben, wird man nachher sehen, brauchen wir beim Schmied zum Waffen-Upgraden. Und hier ist sonst nichts mehr Interessantes, Relevantes. Also gehen wir runter. Hier runter. Hier ist nämlich erstmal die Karte, die Kale gemeint hat. Sieht bis jetzt noch ziemlich langweilig aus und man kann nicht erkennen, ob das jetzt Majula sein soll. Die Form erinnert ein bisschen an ein bestimmtes Land. Aber ich spreche das jetzt nicht drauf an.
Und hier unten hat er gesagt, hat er Geräusche gehört. Und da sehen wir auch schon, was die Geräusche verursacht hat. Hier unten ist nämlich ein Skelett. So, das könnte garstig sein, das Skelett. Gibt aber 700 Seelen und respawnt nicht. Und droppt ein Menschenbild. Und bewacht noch eine Estusflakonscherbe. Und ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier im Dunkeln gut erkennen kann. Ich glaube, ich hole mal schnell, weil wir jetzt ja Fackeln gekriegt haben. Kurz im Modular eine Fackel. Also am Leuchtfeuer und zünd hier unten den Kerzenständer an. Einfach weil ich es kann. Dass wir ein bisschen Licht da unten haben. Und ich euch das Ganze ein bisschen besser zeigen kann. So, Fackel. Wir haben mittlerweile schon 30 Minuten Fackellicht, was gut ist. Gerade, es gibt nämlich später ein Gebiet, da werden wir viel mit der Fackel rumlaufen müssen. Das kann ich euch jetzt schon mal prophezeien. Das Gebiet ist nämlich stockfinster. So, hier runter. Das Skelett zerfällt. So, hier die Fackelhalterung anzünden. Und ja. Viele munkeln, dass das hier das zerbrochene Herrschergefäß wäre. Könnte ich mir sogar fast schon vorstellen, dass das mal das Herrschergefäß war, was man aus Dark Souls 1 kennt. Allerdings, ja, gibt es hier in Dark Souls 2 später auch einen Gegenstand, von dem ich der Meinung bin, dass es dasselbe ist wie das Herrschergefäß, nur halt auch in neuer Form. Weil wirklich alles hier irgendwie eine Reinkarnation von der alten Welt ist. Etwas Erstaunliches. Ja, hier ist eine Truhe. Und in der Truhe finden wir ein Seelengefäß. Seelengefäße können wir benutzen, um unsere Attributspunkte neu zu verteilen. Aber halt nur am Anfang bei den Feuerhüterinnen. Ein Gefäß, das eure Seele annehmen wird. Es kann die Stufenzuweisung ermöglichen. Doch ohne Hilfe kann es auch einfach euch eurer Seelen berauben. Wenn ihr wirklich neu anfangen wollt, begebt euch an jeden Ort, an dem euer Abenteuer begann. Ja, das ist wirklich ein sehr eindeutiger Hinweis, dass wir damit zurück in die Hütte der Feuerhüterin müssten. Weil die eine Feuerhüterin hat ja auch gesagt, wir können jederzeit zurückkommen und nochmal von vorne anfangen. Wenn wir es denn wollen. So. Die Scherbe abgeben für die vierte Ladung. Damit haben wir schon mal eine gute Basis am Flakon. So. Und jetzt will ich mir mal eine neue Waffe kaufen. Nämlich die Waffe, mit der wir eine ganze Weile unterwegs sein werden. Hallo. You. Stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. Sehr freundlich, oder? A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Ja, er kann nämlich unsere Waffen und Rüstungen verstärken. Dafür braucht er allerdings Titanit. Und das will ich jetzt nochmal gar nicht machen mit dem Anfangsequip, was ich habe. Außerdem können wir hier kaputte Gegenstände, also die richtig kaputt sind, beim Reparieren. Und wir können Sachen kaufen. Und das erste, was ich kaufen möchte, ist ein Speer. So. Jetzt können wir noch mit ihm reden. Dread. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear?